Wir sind Fassadenspezialist, aber Nachhaltigkeit ist für uns eben nicht nur eine schöne Fassade, sondern Kern unseres Geschäftsmodells. Schüco hat ein Thema aufgegriffen, My Future Office. Hier geht es neben dem gesunden und produktiven Arbeiten auch darum, Arbeitsformen zu definieren, die letzten Endes dann auch wieder zu Gesundheit und Produktivität führen. Bei dem Thema Nachhaltigkeit ist insbesondere eben der ganzheitliche Ansatz wichtig. Wir veröffentlichen unseren eigenen Nachhaltigkeitsreport und dort werden Fakten und Daten aufgeführt, die auch extern überprüft wurden. Wenn wir nach draußen gehen und zeigen, wir haben hier ein Zertifikat, dann kann jeder auch bei uns kommen und sich das persönlich anschauen von den Partnern und sich die Systematik zeigen lassen. Neben der Strategie, in der man natürlich jetzt erstmal den großen Rahmen zeichnet und sagt, das wollen wir machen, ein verpflichtendes Dokument, wie wir es machen wollen und zu welchem Zeitpunkt. Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern Nachhaltigkeit ist eine Einstellung. Ich erwarte von unseren Führungskräften, dass sie vorleben, so wie ich mich bemühe, auch in meinem täglichen Tun und miteinander diese Werte auch vorzuleben. Mitarbeiter, die mit Respekt in einem Unternehmen arbeiten, bringen auch bessere Ergebnisse. Und das ist doch einfach schön. Wir haben bisher 3 Fenster- bzw. Fassadensysteme zertifiziert. Die Ansprüche sind sehr hoch. Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege, wo wir sagen, das eingesetzte Aluminiumfenster landet auch zu 100% wieder in den Kreislauf. Heute schauen wir auf das, was wir selber tun, was wir direkt in der Hand haben. Zukünftig wollen wir auch Einfluss nehmen auf unsere Partner, die uns zuarbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen, die nicht nachhaltig produzieren und entwickeln, die nicht nachhaltig leben und auch sich nicht nachhaltig verhalten, dauerhaft überhaupt nicht existieren werden.